Kirby und der Game Boy sind eine ideale Kombination. Kein Wunder, dass die Knuddelkugel auf dem System seinen ersten Auftritt hatte und so einige Spiele hervorbrachte. Lange habe ich diesen Ableger hier irgendwie verpasst. Kann Kirby auch Puzzle? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Kirby Star Stacker für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Hell Labs entwickelt und 1997 weltweit von Nintendo selbst veröffentlicht. 2012 erschien es dann auch noch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Neben dem Game Boy erschien auch eine Version für das Super Nintendo. Kirby begleitet euch in diesem Spiel nicht in einem Plattformer, sondern in einem recht klassischen Puzzlespiel, das grob dem Tetris-Spielprinzip folgt. Das heißt, ihr habt ein Spielfeld mit Steinen oder Feldern und von oben kommen immer wieder neue herein. Ihr müsst dann in der Regel alles so kombinieren, dass Reihen verschwinden. Also, wie genau wurde das hier jetzt umgesetzt? Erst einmal ist die Form der Steine immer gleich. Es sind zwei verschiedene Symbole nebeneinander. Die könnt ihr dann so verändern, dass sie entweder horizontal oder vertikal sind. Sind zwei Symbole in einer Reihe nebeneinander, verschwinden diese. Soweit also vielleicht etwas ungewöhnlich, aber jetzt noch nichts großartig Besonderes. Was macht das Spiel hier jetzt also jetzt aus dieser Prämisse? Das sind die Sternenfelder. Also genau wie es der Spieltitel es schon vermuten lässt. Ziel des Spiels ist nämlich, diese Felder zu zerstören. Dieses geht jedoch nicht auf den einfachen Kombinationsweg, sondern ihr müsst diese mit anderen Feldern ein Sandwich bauen. Sind zum Beispiel zwei der Fische horizontal oder vertikal am Ende einer Linie von Sternen, verschwindet diese dann komplett. Ist mit den Worten etwas umständlich zu erklären, aber ihr erfasst das Spielprinzip durch die eingeblendeten Videos wahrscheinlich sofort. Es ist natürlich nicht alles so einfach, wie es sich anhört und ihr braucht immer die richtige Taktik, um alles entsprechend abzuräumen. Wenn ein Sternfeld am Rand ist, wird es nämlich sehr schwer werden, es zu umschließen und so weiter. Ihr solltet also immer das gesamte Spielfeld im Auge behalten, bevor ihr die Sachen kombiniert. Es kann durchaus sein, dass sich eine kurzfristig als sinnvoll erscheinende Aktion sich später als Fehler herausstellt. Es wird euch also grundsätzlich ein interessanter Twist dieser klassischen Formel geboten. Und das ist natürlich alles mit den entsprechenden Kirby-Charme ausgestattet. Die Symbole sind natürlich nicht nur irgendwelche Symbole, sondern sind aus dem Kirby-Universum entliehen. Aber es gibt nicht nur dieses einfache Spiel. Ein Modi wird euch nämlich so einiges geboten. Der erste ist Round Clear und den kann man als eine Art Kampagne bezeichnen. Hier habt ihr immer ein festgelegtes Feld und ihr müsst eine bestimmte Anzahl an Sternen zerstören. Als nächstes kommt der Versus Mode. Ja, den glaube ich muss ich jetzt nicht großartig erklären. Im Challenge-Mode habt ihr so eine Art freies Spiel. Das Feld baut sich immer von unten aus wieder immer weiter aus und eure Aufgabe ist es, so viele Sterne wie möglich zu zerstören. Mit der Zeit fallen dann die Blöcke von oben immer schneller runter. Ganz klassisch also. Im Time-Attack-Modus habt ihr das gleiche Prinzip, nur dass ihr eben eine vorher festgelegte Zeitanzahl habt und innerhalb dieser diese maximale Punktzahl erreichen müsst. Jede dieser Spielmodi könnt ihr in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen absolvieren. Soweit also zum Spielablauf. Wie sieht es mit der Technik aus? Die ist, wie von einem Kirby-Spiel nicht anders zu erwarten war, natürlich fantastisch und passt super in das Universum. Die Animationen sind klasse geraten und ihr fühlt euch gleich wie zu Hause. Beim Sound sieht es wenig überraschend nicht anders aus. Die technische Präsentation fügt in meinen Augen viel zum Spielspaß bei, macht aus einer eher nach nüchternen Spielprinzip etwas ganz Tolles. Was taugt Kirby Star Stacker für den Game Boy also heute noch? Ich hatte viel Freude an dem Spiel. Das Spielprinzip an sich mag jetzt nicht super revolutionär sein und es gibt viele Spiele mit einem ähnlichen Prinzip, aber für mich hat hier der Kirby-Faktor viel ausgemacht. Es macht einfach Spaß, mit dieser Untermalung sich durch die Level zu knobeln. Klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Kirby Star Stacker für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.